Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, hier zurück beim Gebab Simulator. Ja, warum? Ich habe ja eigentlich gesagt, das kommt nicht mehr so oft, aber es kam ein Update, was ich nicht geglaubt hätte. So, es gibt neue Updates, zum Beispiel haben wir jetzt hier über die komischen Kellner auch jetzt hier solche komischen Dinger, wo man, keine Ahnung, doch nicht, okay, anscheinend Teller reinstellen kann. Aber ich muss die doch jetzt nicht so da alle reinmachen, oder? Kannst mir doch nicht erzählen. Okay. Stellen wir mal wieder hin. Und dann müsste der das ja dann eigentlich, genau, abwaschen kommen. So, dann war neu, dass sich jetzt Leute zusammen an einen Tisch setzen. Das war neu. Und dann, glaube ich, im Shop gibt es auch noch was Neues. Das ist sowas. Ein Stationen. Zum Beispiel. Hier gibt es nichts Neues, hier auch nicht. Hier gibt es was Neues, nämlich den Dreifachgrill für Friteuse. Ne? Das gibt es auch neu. Dann, also das ist bloß ein Regal. Normaler Grill, also so hat sich nicht viel verändert. Halt, der Dings ist neu. Die setzen sich jetzt zusammen an den Tisch. Die haben eine neue KI programmiert bekommen. Und mein Mauspfeil blinkt immer noch, ne? In der Mitte. Krass. Na gut, wir bezahlen natürlich unsere Rechnung. Und mal gucken hier, was so schönes Neues gibt hier bei uns. Weil ich hatte ja gesagt, ich würde gern die Rezepte erstmal leveln. Ne, offscreen, aber dadurch, dass jetzt ein neues Update kam, machen wir das jetzt einfach zusammen. Oder nicht? Das würde ja dann passen. So, wir nehmen natürlich nur Rezepte, die... Naja, komm. Die so ein bisschen eigentlich was mit mir machen, aber wir nehmen jetzt das, was wieder am meisten bringt. Zum Beispiel die Suppen. Die nehmen wir beide wieder mit rein. Und dann machen wir Vorbereitung. Aber ich glaube, die erspare ich euch. Und ich würde das jetzt eben offscreen machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin. So, und jetzt sind wir zurück. Ich habe soweit alles vorbereitet, was wir eigentlich vorbereiten konnten. Hier bei dem Schnitzel mit Kartoffelpreis oder irgendwas schiefgelaufen, was ich mir nicht erklären kann. Hier machen wir gerade nochmal ein paar Bites und Lammakuben, whatever. Ja, bin mal gespannt, wie der Tag jetzt läuft, ne? Jetzt, wo alle, glaube ich, glücklich sind. Ich auch ein bisschen, dass das jetzt alles so... läuft, wie es laufen soll. Jetzt warte ich nur noch hier drauf. Und dann ready to go. Ach guck mal, wir leveln gleich. Krass. Geht ja gut los, ne? Ne, Ladies? Da draußen ist jemand. Moment. Ich gehe mal raus. Und bediene mal mit. Danke. Tschüss. Ah, hier noch einer fertig. Was ist denn jetzt schon leer? Als ob Lamadschun schon leer ist. Korb für dreckige Teller. Okay. Ich weiß ja noch nicht, wo mein zweiter Hellner ist. Da kommt er gerade. Nee, Moment, Lamadschun brauche ich einmal. Oh, ich habe einen Teller liegen lassen. Ach, Mann. So. 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 Ach, jetzt ist mal gut. So, jetzt. Lamagun. Achso, Kekse habe ich auch noch nicht serviert. Das ist natürlich noch bescheidener. Kekse. Drei waren das, ne? Wenn ich mich nicht täusche. So. Kekse, 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 Kekse. Da. Okay. Da haben wir die Kekse auch. Und das muss ich mal in den Kühlschrank stellen. Mit Teller bitte. So.
Das Geld kommt, ne? Das lübt. Kommt drauf da. So. Dann passt das ja. Wie sieht's denn aus? Soll ich mir mal das Ding schnappen und einsammeln kann ich jetzt hier mit. Das ist ja auch cool. Noch irgendwo dreckige Teller? Nö. Na gut. Dann kann er ja jetzt mal hier loslegen, ne? Was ist denn hier leer? Bietet ist auch schon wieder leer. Das ist einfach nur krass. So. Biete ist leer, Schnitzel ist leer. Biete. Dann Schnitzel rein. Und Himbeergu. Himbeer. Jetzt gib mir. Er gibt mir den Kuchen nicht. Na gut. Und ich muss vielleicht anfangen, noch ein paar Leute einzustellen. Das wirkt sonst hier echt eine Schlacht. Noch ein paar Leute, die... So. Sehr schön. Dann nehmen wir mal mit dir abrechnen. Ja, ihr müsst die auch mal... Boah. Lasst mich mal raus hier. Hat er den Schnapp gerechnet? Ja, krass. Ne, das ist schön. Gut. Dann ist doch die... Warum ist ein Lammatschuhen schon wieder leer? The fuck? Okay. Lammatschuhen und Brezeln. Okay. Ja, wie viel Geschirr jetzt hier drin ist, ne? Herrlich. Huch. Hallo, lass doch meinen Teller. Der ist voll. Okay. Nicht schlecht. Und die ist jetzt verpackt. Ja, ne, ist ja auch schön. Achso, mein Lammatschuhen ist fertig. Ah, Hilfe. Da. Mann. Ja, die sind halt beide buggy jetzt, ne? Was denn da los? Mann. Ach, jetzt sitzen die auch zu dritt am Tisch. Ja, nee, schön. Oha. Ich habe 100.000 erreicht, so wie es aussieht. Geil. Da haben wir jetzt sogar noch einen Erfolg gemacht. Ja, Breze ist fertig, Leute. Wartet. Okay. Für morgen steht definitiv an. Wir stellen noch Leute ein. Definitiv. So ist es verkocht, ist mir egal. So, wir brauchen Tellers. Und zwar wieder Kekse. Okay, der Tag ist echt stressig, muss ich gerade sagen. Ein bisschen nervig, aber stressig. Und das andere war Kuchen, genau. Zack. Ich wasche gleich den Teller ab. Gib mir so ein Stück Kuchen, damit ich den servieren kann. Ist die Brezel schon wieder leer? Oh. Ach, nein. Nein. Alter, die Scheiße hier für dich. Okay, also noch mehr vorbereiten. Für morgen. Mal Kuchen wollte ich doch servieren. Da. So. Dann eine Brezel. Muss ich auch wieder servieren. Tomatensuppe habe ich gerade nicht. Tut mir leid. Holy moly. Wo ist denn hier mein Vogel, der abwaschen sollte? Ja. Was soll ich da jetzt machen? Das ist ja unfassbar. Und die steht jetzt einfach hier bloß rum. Ach, Mann. Oh je. Ja, ist okay. Kommen Sie bald wieder. Werden Sie uns einfach wieder. Okay. Ich würde sagen,
Ich hau jetzt den Laden hier zu. So, nehmen wir jetzt hier noch Teller für Suppe. Die ist fertig. Mir ist egal, da kommt jetzt auch keine. Hier. Tomatensuppe. Die machen wir auch gleich warm. Ja, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stressig. Nur weil meine Angestellten gerade rumbacken. So, du bist fertig, habe ich gehört. Jetzt gib mir doch die Brezel, Junge. Oh, Brezel, Junge. Ja, komm, verkocht, ist mir egal. Die Biete muss ich machen. So. Hoffe, hat geschmeckt. Hoffe, hat geschmeckt. Oh, nee. Also, ich habe keine Ahnung. Also, ich stelle noch zwei Leute ein. Wir machen heute den Laden dicht. Für heute. Ich mache auch keinen Lammatschuhn jetzt mehr rein. Nur noch die Suppe. Hier. Dann ist der Tag für mich gelaufen. Weil ich muss abwaschen. Das ist ja unfassbar, was heute los ist hier. So. Jetzt kann ich mich auch hinstellen, kann einfach E gedrückt halten. Ah ja. Auch schön. Aber ich habe doch dafür extra meine Eingestellten eigentlich, ne? Ich hoffe jetzt, der kommt jetzt. Aber wir können ja noch wieder einstellen zur Not. Die kosten 1000 täglich. Holy moly. Ja, dann machen wir den Elden. Das ist ein Abwascher. Ja, okay. Dann euch noch abservieren. Abgasieren. Und dann hoffe ich, dass meine Leute mal endlich entbacken. So. Rin jetzt zum Abwaschen. Macht Yank. Also. Ist ja unfassbar. Noch solche Schüsseln, ob ich mir noch solche holen kann. Oh Gott. Na gut. Ich würde sagen, ich mache den Tag jetzt hier noch zu Ende, wasche ab. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder beim Kebab Simulator, wenn wir ein bisschen weiter sind. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao. Und immer dran denken, lasst mir ein Like und ein Abo da. Ciao.